Und hier mal was ganz anderes, denn eine ganz normale CSL, so wie ihr das kennt, unten dran nieten oder verkleben, funktioniert hier nämlich nicht. Der Kia Ceed GT in dem Fall, auch noch ein sehr populäres und cooles Auto, hat hier unten nämlich eine Gummilippe standardmäßig. Und wenn wir die jetzt einfach hier dran nieten würden, Ulf, was würde passieren? Na ja, dann wobbelt es die halt ab. Dann flattert es und bei über 200, ich glaube, so schnell wird er laufen. Ja, gibt es dann eben Probleme. Was haben wir in dem Fall gemacht? Wir haben im Endeffekt einen Austauschteil gemacht. Ziemlich coole Sache, denn alte runter, und das machen wir nämlich jetzt. Genau. Die zwei, drei Schrauben, die da drunter sind, die macht er natürlich raus, haben wir jetzt hier schon gemacht. Schon vorbereitet. Bremsenführung und so weiter, hier mal wegklappen und dann ordentlich ziehen. Ach, das geht doch schon super weg. So, also weg damit. Genau, was wir brauchen, ihr habt hier Klammern drin, links und rechts. Die brauchen wir, die haben wir jetzt raus. Ja, und die werden dann im Endeffekt links und rechts wieder wie original montiert und unsere Spoilerlippe reingeklippt. Hier in dem Fall Material L für lackierfähig oder beklebfähig. Ihr habt hier die Möglichkeit, Folien zu bekleben. Der Kunde hat ja in dem Fall hier auch eine Folienbeklebung an seinem Fahrzeug, wie ihr sehen könnt, die will er jetzt hier auf der Spoilerlippe fortsetzen. Deswegen die L-Variante. Wichtig ist aber, L-Variante, da es sich hierbei um einen reinen ABS-Kunststoff handelt, der keine anderen Bauteile drin hat, beziehungsweise keine anderen Zusatzstoffe drin hat, ist nicht so sehr UV-beständig. Ihr müsst hier auf jeden Fall etwas drauftragen, sei es ein Klarlack, sei es ein Lack oder eben die Folien. So, und nicht UV-beständig heißt im Endeffekt, der wird irgendwann dann so hellgrau und der wird dann vor allem irgendwann mal spröde. Habt ihr dann nach ein paar Jahren nicht mehr so viel Spaß dran. Genau, wir schieben das jetzt hier rein. Wichtig ist, das ordentlich zu zentrieren. Genau, ihr seht es, der Originalspalt wird hier genau fortgesetzt. Wir haben die Zähne, die sind extra ein bisschen kleiner, dass ihr da das Spiel habt, um das Ganze zu zentrieren. Darauf muss man achten und wenn man das gemacht hat, sieht man schon, das Teil passt wunderbar. Genau, sitzt super und unglaublich schnelle Montage. Ne? Also jetzt fummeln wir jetzt natürlich noch ein bisschen die Klammern und diese Schrauben da rein. Das machen wir auch gleich mal auf der Seite. Das Loch haben wir bereits gebohrt, das könnt ihr euch ja vorher markieren und dann jagen wir da die Schraube rein. So, die Schraube haben wir reingefummelt. Das ist wirklich, ja, nicht unser Verschulden, aber es ist nicht so einfach, die da reinzufummeln. Ja. Braucht ein bisschen Geduld. Jetzt ist alles fest. Jetzt werden im Endeffekt noch die Unterbodenverkleidungen dran gemacht. Das macht jetzt gerade der Ulf. Alles im Endeffekt genauso, wie es im Original auch war. Und dann sind wir schon fertig. Dann fahren wir das Auto mal raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Daumen hoch und abonnieren. Dann kriegt ihr noch mehr Infos. In diesem Sinne, bis demnächst. CSR. Ciao.